Zart, schmelzend, lecker. Das ist vermutlich das Erste, was einem einfällt, sobald man an Schokolade denkt. Wie aber ist es mit Kinderarbeit und der Ausbeutung der Kakaobauern? Daran denken wir kaum, oder? Mehr als 1,6 Millionen Kinder arbeiten auf Kakaoplantagen in Ghana und der Elfenbeinküste. Die beiden Länder produzieren ca. 60% des weltweiten Kakaos. Auch die Lieferketten von Deutschland und Europa sind betroffen. Mussten Kinder schuften für meinen Schokoriegel hier? Es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Bin ich jetzt eigentlich kriminell? Macht man sich mit Schokoladenessen strafbar? Ja, sagt der Journalist Tön van der Küken und hat sich selbst fürs Schokoladenessen angezeigt. Mir wurde bewusst, dass ich mich meiner Verantwortung als Konsument stellen musste. Nachdem ich mit einem Professor für Strafrecht gesprochen hatte, beschloss ich, mich selbst für den Kauf und Verzehr von Schokolade anzuklagen. Letztendlich hat ihn das Gericht freigesprochen. Van der Köken hat daraufhin seine eigene Schokoladenmarke gegründet. Das Ziel von Tonys Chocolonely ist es, Schokolade ohne Sklaven- und Kinderarbeit herzustellen. Keine einfache Mission. Selbst etablierte Schokoladenhersteller sind bisher gescheitert. An der Situation hat sich in den letzten 20 Jahren fast nichts verändert. Damals in 2001 wurde das Harkin-Engel-Protokoll verabschiedet, das sich industrieweite Ziele gesetzt hatte, Kinderarbeit aus der Kakaoindustrie zu eliminieren. Seitdem wurden sämtliche Deadlines nicht wirklich getroffen oder sind seitdem verstrichen. Und Kinderarbeit ist nach wie vor ein sehr großes Problem in der Industrie. Sie nimmt sogar zu. Und das trotz wachsender Umsätze der Schokoladenindustrie. Diese liegen weltweit bei über 130 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Warum aber ist es so schwer, Kinderarbeit zu beenden? Die Mehrheit der Kakaobauern und Bäuerinnen lebt in Armut oder sogar in extremer Armut. Das führt dazu, dass die Bauern auf ihre eigenen Kinder als unbezahlte Arbeitskräfte zurückgreifen, weil sie sich schlichtweg keine bezahlten Arbeitskräfte leisten können. Wenn man das Kinderarbeitsproblem beenden will, dann muss man also auch eine Lösung für das Armutsproblem finden. Niedrige Kakaopreise verschärfen die Armut. Von dem Preis, den wir in Deutschland für eine Tafel Schokolade ausgeben, kommen nur etwa 6% bei den Kakaobauern an. Im Schnitt verdienen die rund 3 Millionen Bauern in Ghana und der Elfenbeinküste weniger als 1 Dollar am Tag und leben damit in extremer Armut. Der Großteil des Verkaufspreises geht an die Schokoladenhersteller und die Supermärkte. Ghana und die Elfenbeinküste wehren sich dagegen. Beide Länder verlangen 400 Dollar pro Tonne auf den Weltmarktpreis obendrauf. Diese Initiative finden wir sehr begrüßenswert. Damit muss man Stand jetzt sagen, dass die Regierung mit dieser Initiative deutlich mehr für die Kakaobauern und Bäuerinnen getan haben in der Preisfrage als alle Schokoladenunternehmen und Zertifizierer zusammen. Allerdings hat die Elfenbeinküste die Erzeugerpreise für Kakao in diesem Jahr wieder sinken müssen. Der Grund? Der höherpreisige Kakao hat einige Käufer abgeschreckt. Außerdem hatte die Nachfrage nach Kakaobohnen weltweit abgenommen. Eine weitere Herausforderung im Kampf gegen Kinderarbeit ist, die Herkunft der Kakaobohnen zu kennen. Es geht im Endeffekt darum, wirklich zu wissen, wo der Kakao herkommt und sich mit den Problemen vor Ort auch wirklich zu beschäftigen. Jede Schokoladenfirma trägt die Verantwortung dafür, wirklich auch zu wissen, welche Probleme existieren und wie diese angegangen werden können. Die gute Nachricht, es gibt zunehmend Programme gegen Kinderarbeit. Die schlechte? Sie erreichen bisher nur 15% der Wertschöpfungskette. Da bekommt meine Schokolade hier einen ganz bitteren Nachgeschmack.